Es geht weiter über San Lugano hinauf nach Altrei. Eine deutschsprachige, noch zu Südtirol gehörende Gemeinde, die ins Trentino hineinragt und für ihren Lupinenkaffee bekannt ist. Wir treffen Rainer Amort. Er hat sich von Anfang an mit den Lupinen beschäftigt. Wie ist alles angegangen mit dem Kaffeeanbau in Altrei? Ich als kleiner Bub habe immer von den Lupinen Altreier Kaffee gehört, aber nie gesehen. Nachweislich ist der Altreier Lupine schon seit 1887 angebaut worden. Nach dem Krieg ist er langsam verloren gegangen, weil die Leute haben eine Arbeit gekriegt, haben Geld gehabt und haben einen Kaffee gekauft, haben aber nicht daran gedacht, dass das, was sie haben, besser ist. Ja. 2005 ist eine Bürgerversammlung einberufen worden, über der Lupine zu sprechen. Bei der zweiten Versammlung ist die Frau Theresia Wert mit ihren zwei Sackeln gekommen, mit dem Saatgut drin. Dann hat es geheißen, wie viel will ein Nieder anbauen. Nicht wie viel Quadratmeter. Die Kerne sind ausgezählt worden für einen Nieder. Dann ist es losgegangen. Dann ist das ein EU-Projekt geworden. Dann haben wir einen Ausflug gemacht. Dann sind wir nach Deutschland raus, zu der Rösterei Hagen. Und der hat ihn draußen geröstet. Mit der kleinen Maschine. Aha. In dem Kaffee ist ein rostiger Nagel drin gewesen. Ein handgeschmiedeter. Noch ist rausgekommen, dass unsere Vorfahren überall so einen handgeschmiedeten Nagel drin haben gehabt, damit das Zeug gut bleibt. Sei es Getreide, ne? Dass nicht die Milbmeine kommen. Durch das Eisen, gell? Durch das Eisen. Ja, ja. War das sinnvoll? Ja, ja, genau. Ja, wir haben noch angebaut. Natürlich das erste Jahr wenig, das zweite Jahr mehr. Und das ist noch allerweil mehr geworden. Da taucht ein Käfer auf, was schon nirgends mehr gewesen ist. Ach so, der war schon ausgestorben praktisch. Ja, das war ein Ölkäfer. Und der mit der Lupine ist der wieder neu geboren. Natürlich, was tun wir jetzt mit dem Käfer? Ja, genau. Nein? Der hat jetzt die Blüten innen alles ausgezupft. Da kommt keine Frucht. Ja. Nein? Jetzt sind wir nachgegangen und haben den Elkäfer angelaubt. Ja, was macht man denn alles aus der Lupine? Aus der Lupine wird mittlerweile der Ersatzkaffee gemacht. Das ist ja das Wichtigste. Nein? Dann wird Lupinenlikör gemacht, Lupinenbier. Und Lupine Schokolade. Trinkst du den Kaffee auch oder trinkst du lieber einen gescheiten Espresso? Ehrlich. Jetzt vom Gescheiden muss ich dir widersprechen. Der Lupinenkaffee, Ersatzkaffee, trinkt man ja auch eine Kur zu machen. Nein? Weil man kann ja nicht auch immer nur das Gleiche essen alle Tage. Ja. Nicht, wie wir früher gegessen haben. Nicht, der Körper braucht ja eine Abwechslung. Nicht, weil wenn er dauernd dasselbe isst und trinkt, nicht, dann gewöhnt sich der Körper, dann kannst du ja nie was einnehmen, dass es noch eine Wirkung bringt. Ja. Aber so, wenn du noch vielleicht einen Monat ein gescheiten Kaffee trinkst, unter Anführungszeichen, und danach wieder einen Monat in einem Dreier Kaffee, dann macht man ja eine Kur. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ciao, ciao. Grüß dich. Wie tut's? Schön Wetter heute, gell? Wichtig ist, dass es aufgehört hat zu regnen. Ja, genau. Ja, wir haben die Wind alles schön. Ja, okay. Gut, so.
Rainer Amort führt uns zu einem seiner Felder. Und mit so einem Feld, Rainer, da, wie viel bringst du da zusammen Kaffee? Ja, ich hab's reduziert. Aha. Da bringe ich halt so 30 Kilo zusammen. 30 Kilo? Ja. Sonst habe ich immer noch ein Doppelte gehabt. Aber heuer habe ich ein bisschen reduziert. Ich mache es halt ein bisschen gemütlicher. Ja, hast du recht. Ja. Ich habe Kartoffeln, ich habe ein bisschen Getreide, habe noch ein Mais. Und so könnt ihr euch selber versorgen mit dem ganzen Zeug? Und das so, wir sind schon ziemlich Jahre Selbstversorger. Aha. Kaufen leider nur mehr das Notwendigste. Alles gut. Ja. Die sind jetzt so die Fertigen, oder? Die da in dem Glas sind jetzt so fertig. Die kann man noch rechnen. So wie sie jetzt sein, kann man sie rechnen. Und dann malen. Und dann kann man Ersatzkaffee draus machen. Gerichtet werden sie schonend. Und 2,5 Kilo braucht es 38 bis 40 Minuten. Es geht langsam. Langsam, ja. Damit es schön durchrechnen kann. Das ist der Urzustand, noch nicht geröstet. Nein, das ist nicht geröstet. Nein. Das ist geröstet. Ja, das ist geröstet. Ach, so schauen die dann aus. Und das Spiel hat auch schon einen Geschmack. Aha. Der ist geröstet. Das haben wir riechen. Der riecht ja richtig wie der Kaffee. Ja. Rainers Bruder Albert hat sich dem Lupinenkäse verschrieben. Kaffeekäse. Und den macht sie selber, oder? Ja. Den muss man nicht umdrehen. Man sieht die Lupinen. Ja. Von den gerösteten Lupinen abgesehen. Da hat jeder im Dorf irgendwas mit Lupinen zu tun, oder? Fast. Der Landwirtschaft hat. Ich war der Erste, was ihn auf den Markt gebracht hat. Ja. Direkt vom Markt. Ja. Das war halt das Interessanteste, nicht für den ganzen Ding. Ja. Das ist jetzt ein Reifer, oder? Das ist ein Reifer, ja.